Ja, liebe Leute, weiter geht's heute mit Pokémon Schwert. Schild natürlich, klar. Wir machen heute weiter mit den weiteren legendären Pokémon im Deiner Riesennetz. In der letzten Folge haben wir uns Voltolos gefangen. Mal gucken, was uns jetzt bevorsteht. Ich mach mal weiter mit Pokémon. So, okay. Gucken wir mal, was wir uns jetzt als nächstes bevorstehen haben. So, wir haben Mortipod, Flunschlick und Monagoras. Und ich habe mir von Monagoras auf jeden Fall. Du gehst in den Flunschlick. Mortipod. Und du gehst auf Libeldra. Okay, mal gucken, was uns diesmal bevorsteht. Welcher Typ? Unlicht. So, erste Pokémon wird... wer weiß es jetzt? Roselia sein. Das ist jetzt auf jeden Fall bevorsteht. Das ist schon mal klar. So, schauen wir mal, was wir heute kriegen. Ich weiß es nicht, was es jetzt bevorstehen wird. Ich gehe mal auf Schuppenschuss. Gehen wir auf Schuppenschuss. Gegen dieses Roselia. Auf jeden Fall gehst du erstmal auf Drachenklaue. Ach, das sind mehrfache Attacken. Okay. 3, 4, 5. 5 Volt. 5 Treffer. Aber unsere Verteidigung sinkt, aber dafür sinkt die Initiative. Deiner Flora. Er geht erstmal auf Libeldra. Klar, das dürfte neutral sein, weil Libeldra vom Typ Drache und Boden ist. So, Flunschlick. Ist jetzt schon die Pflanze. Psycho-Shock, sehr geil. Gut gemacht. Mortipod. Er hat natürlich nicht so viel ab. Dann gehen wir mal auf Body Slam. Und dann ist Roselia. Die Geschichte, gut. Die Vergiftung noch dabei. Scheiße. Wäre mir lieber gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre. Aber gut, wir nehmen jetzt mal dieses Roselia. Ich bleib auf jeden Fall bei Dings. Wir werden es auf jeden Fall fangen, das ist schon klar. Ich habe genug Bälle, also da sollten wir uns eigentlich keine Gedanken machen. So, jedenfalls haben wir da schon mal durch. Wir werden es nicht aufnehmen, dafür nimmt es Alice mit. Und schmeißt dafür ihr Flunschlick aus dem Rennen. So, wir haben Geist, das ist Knogger. Oder wir haben Typ Unlicht, das könnte Kangama sein. Nee, Mortipod ist rausgeflogen. Wir nehmen auf jeden Fall das Muskelband mal mit. So, das dürfte jetzt kein Garmon sein von der Vermutung her. Ja. So, mal gucken, was wir, wie gesagt, diesmal kriegen. Das sieht unnötig. So, jedenfalls gehen wir drauf, volle Power mit dem Kraftkoloss. Kangama auch noch nicht, glaube ich, ne? Ja, ich habe überrascht, dass du mir auf die Dings gehst. Aber du kriegst gerade die volle Kraft zurück. Ich dachte, ein bisschen mehr würde es abziehen. Roselia geht auf Blättersturm. Die Hälfte hat Kangama schon mal down. Flunschlick geht auf Schmarotza. Ja, ich vermute, dass du wieder auf Dings gehst.
gehe mal davon aus, dass du wieder auf mich gehst. Nö, Kagama geht auf Schaufler. Aber auf Lundschläg, okay? Ja, sehr gut. Weiter drauf, genau. Komm, dieses Kagama, das nehmen wir uns mit. Seht ihr, geht auf Limitropfen. Heilt erstmal. So, die Muschelglocke. Bitte Muschelglocke, Entschuldigung. Sie gehört nicht Til Schweiger, nein. So. Bleiben wir da drauf, natürlich mit unserem Kraftkoloss, das ist mir klar, da weil dieses Kagama muss Geschichte werden. Und er bleibt auch. Okay, das ist gut, immer dazu. Leider gehen wir jetzt baden, oder Balgoras, Monagoras, oder? Aber komm jetzt. Ja, das war mir klar, das nehmen wir dann auch auf jeden Fall runter. Also müssen wir wahrscheinlich Kagama picken gleich, wenn wir so kann. Wir werden es auf jeden Fall fangen. Den Teil, dass wir ein neues Pokémon nehmen müssen, werde ich da wahrscheinlich dann mit Kagama das nächste Pokémon fangen. Jo. Gut. Auch du gehst in den Wald, sehr gut. So, weiter geht's. Sorry, da war irgendwo eine Unterbrechung nur drin. Seht mir nicht ein, seht mir eine. Irgendwas war gerade mit meinem. Mit dem PC. Ah, ja gut, aber es funktioniert ja wieder, läuft ja wieder. So, wir haben als nächstes Pokémon auf dem Gegner. Leider kann man gar mal nicht picken. Das heißt, ich bleib bei Monagoras. Das ist natürlich alles andere als super, super gut. Aber wir werden uns das irgendwie versuchen zu kriegen. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Okay, er geht auf. Flunschlick. Ja, das ist gut. Ich glaube, bei Lebenstropfen. Flunschlick geht auf Erdkräfte. Und weiter geht's auf jeden Fall nochmal mit dem. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich habe Angst. Das ist. Ja gut, okay. Okay, okay, okay. Der geht auch tatsächlich auf Galaflohenschläge. Ich dachte mir, jetzt geht er auf mich, weil das wäre nämlich unser Ende gewesen, definitiv. Cool, war die Sam, ne? War das, glaube ich. Okay, er hat Kagama, also die gute Dame rechts neben uns hat Kagama genommen. Eigentlich hätte ich das gerne mitgenommen. So, kannst du jetzt bitte mal irgendwie mich ein bisschen. Okay, er geht. Kapieren alle, okay. Benannt. Kannst du mal diese scheiß Flutschweg rausnehmen, ey? Hier holt sich das Viech auch wieder zurück durch die Eishaut. So, dann geht's jetzt mit weiter mit Felswurf. So, das erste, der reicht auch schon, um dieses Pokémon zu bezwingen. Und nicht war das nun, als Gegner. Kannst du aber jetzt gar nicht sagen. Jedenfalls geht dieses Vernunter schon mal auf jeden Fall in die. Mal rein. So. Ich nehme es nicht auf.
durch das. Ja, du hättest das Kangama auch behalten können. Die Frage ist, was kriegst du als nächstes Bären gefunden? Ah, Kapitel, ja, genau, Kapitel. So, da werden wir jetzt erfahren, welches Pokémon das nächste Pokémon ist. Okay. Gut, Schwingkling ist mir jetzt tatsächlich relativ unbekannt. Ich kenne es nicht tatsächlich, auch als legendäres Pokémon, aber das war das, was die gute Emily uns ja zwischendurch mitgegeben hat. Ne, Mila war es. Mila, die hat ja gesagt, mal, ich nehme mir das Pokémon. Ich kenne das Pokémon jetzt auch nicht tatsächlich. So, wir greifen auf jeden Fall mit der Drachenattacke an. Es scheint vom Typ Drache unnütz zu sein. Seine Spezialverteidigung. Was gut ist, weil deiner Würm ist eine Spezialattacke und zieht mal etwas mehr als ein Viertel ab. Also ich brauche 4 Runden, um mich down zu kriegen. Sein Angriff sinkt ebenfalls nochmal, aber ich hoffe, dass das Finunto jetzt auf eine, ja, auf eine Dingsattacke geht. Also Wirbler, okay, das ist mir egal. Das kannst du gerne weiterhin tun, wie du das gerne für richtig hältst. Wir bleiben weiterhin auf jeden Fall bei der Eishockey-Bär. Komm, Tiefkühl ist. Ja, schade. Aber ich bleib bei Dynamo. Ja! Aber Glück haben wir das zweite legendäre Pokémon durch. Das dritte sogar. Wir haben hier Keldeo in der ersten Aufnahme gefunden. Aber noch ist das Thema nicht gegessen. Muss ich da tatsächlich mal reinlesen? Ich weiß es nicht. Ich kenne es nicht. Ich kenne es wirklich nicht. So, weiterhin. Jetzt komm. Du könntest ja mal auf Blizzard oder sowas gehen. Ich glaube, ich denke, wenn Fernando jetzt nochmal trifft, dann. Wenn wir mit so einem Dynamo nochmal durchkommen, dann müsste das eigentlich immer das Thema durch sein. So, du gehst da drauf und ich hoffe, dass ich jetzt mit dem Dynamo den Feierabend einleite für dieses. Yes! Es ist Nummer 3, wir haben's, liebe Leute. Da bin ich sehr, sehr erfolgreich und sehr, sehr froh, dass es genau das passiert ist. So, wir nehmen Pokéball natürlich. Ich denke, ich hoffe, dass es nicht bekommt. Wehrt es sich nicht. Alle drei Pokémon haben tatsächlich uns keine Sorgen beim Fang gemacht. Keldeo war beim zweiten Ball drin und die anderen beiden jeweils beim ersten. So, Schwingkling werden wir uns auf jeden Fall packen. Ja. Nein. Ich guck mal gerade in mein Team, ob ich das irgendwie nehmen kann. Wir nehmen hier Terrakium raus. So, dann haben wir das auch. Und dann machen wir noch einen Durchgang, liebe Leute. So, ich guck mal gerade, was sie gesagt hat. Oh, du bist es, Yoshi. Hatte ich jetzt. Ich habe Lunala in der Riesennest gefunden. Im Tausch gegen 5 Brocken, denn als verrate ich darauf, wo sich Lunala aufhält. Und das sind eine Menge Einträge zu den Offensoren dieser diverse Pokémon. Möchtest du deinen Eltern-Eintrag löschen, um diesen neuen speichern zu können? Ja, Schwingkling, haben wir ja schon. Quatsch mal einfach die Vorstellung da drüben an. Da kannst du dich Herausforderung stellen. Du schaffst ja schon. Warte mal. Halt. Nein. Wir machen mal Feierabend in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit dem nächsten und unserem letzten legendären Pokémon in dieser Aufnahme. Bis dahin und tschüss. Ja, liebe Leute, weiter geht's mit Pokémon Schild und wir machen...